Die NATO muss jetzt schnell raus aus dem Standby-Modus, der die letzten Jahre auf europäischem Boden galt. Zur Abschreckung wird die schnelle Eingreiftruppe verlegt und verstärkt. Man will Russland zeigen, dass sowohl Wille als auch Material vorhanden sind, um die NATO-Länder zu schützen, so die NATO bei ihrem Sondergipfel. Wir werden alles tun, um jedes NATO-Mitglied zu verteidigen und jeden Zentimeter des NATO-Gebiets. Von Deutschland wird die NATO bald mehr Einsatz erwarten. Laut Umfrage finden auch 66% der Deutschen, die Bundeswehr solle die Verteidigung der NATO-Ostgrenze weiter verstärken. Man sei dazu bereit, mache sich teils schon auf den Weg, heißt es aus dem Verteidigungsministerium. Die Korvette Erfurt, die wird morgen auslaufen und dann in der Ostsee zusätzlich Dienst tun. Eine weitere Fregatte auch im Mittelmeer. Also da ist eine ganze Menge in Bewegung. Doch es gab und gibt einiges bei der Bundeswehr, was erst beim besten Willen nicht in Bewegung kam. Materialprobleme gaben immer wieder Anlass zu Kritik. Mal bleiben Kampfhubschrauber am Boden, mal fehlen Ersatzteile für Kampfjets. Das deutsche Militär sei bedingt einsatzbereit, meint der Inspekteur des deutschen Heeres. Die Bundeswehr stehe mehr oder weniger blank da, so Generalleutnant Alfons Mais. Für diese düstere Bilanz bekommt er Rückendeckung. Man hat die Bundeswehr zum Sparschwein der Nation oder zum Spartopf der Nation gemacht. Jetzt mit der Russland-Krise gibt es erste Zeichen für ein Umlenken. Mit mehr Geld für den Verteidigungshaushalt könnte die Bundeswehr wieder festen Boden unter die Füße bekommen. An manchen Stellen sei das bitter nötig.